Diese russische Fliegerbombe, sie hat heute Halbfürstenwalde lahmgelegt. Fast 1,50 Meter lang, eine Vierteltonne schwer. Selbst für den Sprengmeister ein ungewohnter Anblick. Die Bombe hier ist relativ selten hier im Landkreis LOS. Das ist die erste, die wir hier in diesem Kaliber hatten von den russischen. Ansonsten sind die 100 Kaliber, also 100 Kilo Kaliber, die sind hier eigentlich üblich. Vor 2 Tagen hatten Bauarbeiter die Bombe bei Erdarbeiten entdeckt. Heute nun die Entschärfung. Für die Anwohner im Umkreis von einem knappen Kilometer heißt das in den Morgenstunden Sachen packen. Bis 8 Uhr müssen sie ihre Häuser verlassen. Schön ist es nicht gerade, aber es muss sein, wa? Ich komme mir vor wie 45, als ich von zu Hause weg musste. Nicht, da war auch so eine Aufregung, noch mehr. Aber irgendwie erinnert einen das. Mehr als 8000 Menschen sind von der Sperrung betroffen, darunter viele Ältere. Gleich 3 Sporthallen werden deshalb zu Sammelunterkünften umfunktioniert. Die Stadt lädt außerdem alle Betroffenen zum kostenlosen Besuch in den Tierpark oder ins Schwimmbad ein. Die Jüngsten freuen sich. Dass wir umsonst ins Schwab dürfen. Vormittags um 10. Die Situation insgesamt entspannt. Teile von Fürstenwalde wirken wie eine Geisterstadt. Die Fürstenwalder sind, denke ich, heute vielleicht schon in den Ferien. Einige werden arbeiten und viele haben sich vorgenommen, heute an den See zu fahren mit den Kindern der Familie und einfach nicht in dieser Sperrzone zu sein. 12 Uhr mittags auf der Bahnstrecke Berlin-Frankfurt-Oder ist der Zugverkehr jetzt unterbrochen. Aber in unmittelbarer Nähe der Bombe sollen sich noch immer Menschen aufhalten. Erst eine halbe Stunde später Entwarnung. Die letzten 4 Personen sind jetzt, also sind wir jetzt sicher, dass sie sich nicht im Sperrkreis befinden. Das Entschärfen selbst, Routine für die Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst. Eine Dreiviertelstunde dauert es, dann sind die beiden Zünder entfernt. Das Kriegsrelikt wird abtransportiert. Und die Einsatzleitung bescheinigt sich eine gute Leistung. Wir haben gute Erfahrungen gesammelt im Zusammenspiel aller Organisationen. Das hat mir gut gefallen. Am Nachmittag kehrt der Alltag in die Stadt zurück. Mit dieser kleinen Straße, Fundort der Bombe nach vielen Jahrzehnten, verbinden die Fürstenwalder aber ab sofort eine besondere Geschichte.